Ich lebe in Deutschland seit 3 Jahren. Ich fahre in Kassel. Ich habe dort Deutschkurs und Studienkolleg besucht und ich bin in Ludwigshafen seit 3 Semestern. Ich lebe in Deutschland seit 1,5 Jahren. Ich lebe hier schon 3 Jahre. Ich bin 2014 gekommen bin und ich habe zuerst im Studienkolleg studiert. Das ist so ein Bereich für ausländische Studierende. Bevor ich hier angekommen bin, habe ich mein Studium wunderbar vorgestellt. Also alle Prüfungen bestehend und ja, einfach geil. Ist eigentlich nicht so schwer, wie ich mir vorgestellt habe. Ist eigentlich schaffbar. Mein Studium, alle Prüfungen bestehen. Nein, leider nicht. Aber na, ich bin noch am Leben. Also freut mich. Einfach dabei sein und schafft man das. Auf jeden Fall besser als mein Heimatland. Erstmal, also muss ich klar sagen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass es ganz, wirklich ganz praktisch als theoretischer sozusagen, also dass ich dann ganz in die Praxis angehe, weil ich gerade irgendwie zum Beispiel als Programmierer oder so, dass ich ganz mit viel am Computer irgendwie mitwirken kann, dass ich dann am Computer irgendwie arbeiten kann. Ja, ich wusste ja schon, dass das Studium hier in Deutschland eher anspruchsvoll sein sollte. Und das ist es ja auch. Ich wusste, dass es auch sehr große Herausforderung für mich wird, in andere Fremdsprache zu studieren. Aber ich wollte immer was Neues lernen, neue Kulturen. Und meine Faszination an der deutschen Sprache und deutscher Kultur sehr hoch ist und deswegen bin ich hier. Ja, die Sprache auf jeden Fall und auch unterschiedliche Kulturen. Ich komme aus einem Land in nordwestlichen Afrika und hier ist Deutschland. Aber es war eigentlich alles okay. Ja, die Sprache. Ein Monat nachher ich da war, also dachte ich, hä, warum sprechen denn die Deutschen so schnell? Also ich verstehe einfach gar nicht. Ich war total verloren und ich musste immer sagen, Entschuldigung, etwas langsamer. Ja, ich hatte nicht erwartet, dass ich so viel Unterstützung zu meinem Studium bekomme, weil hier am Anfang war ich ein bisschen wie verloren. Ich wusste gar nicht, zum Beispiel wer oder welcher Dozent oder zu wem ich wenn ich ansprechen sollte, wenn ich ein Problem hatte. Aber man findet ja auch zu viele verschiedene Probleme, die wir haben, irgendwie Unterstützung. Und das wurde gemacht dadurch, dass wir verpflichtende Angebote bekommen haben, wie zum Beispiel das Mentoring-Programm oder diese regelmäßige Gespräche über unser Studium gehabt haben. Man denkt immer, wenn man hier in Deutschland kommt, dann ist alles pünktlich. Da habe ich gemerkt, da war auch die ICE oder so unpünktlich manchmal. Und das ist auch nicht mehr so, weil es auch Ausnahmen gibt. Und auf jeden Fall ist diese Pünktlichkeit auch auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich auch. Aber ja, manchmal kann man noch, ich denke mal, übertreibt manchmal auch so mit dieser Pünktlichkeitssache, denke ich, ja. Die Pünktlichkeit und die Ordnung, die bleibt auch in der Gesellschaft und das spürt man im Vergleich zu Weißrussland. Hier ist die Pünktlichkeit wirklich am ersten Punkt. Bei uns ist es nicht so. Meine ganze erste Monate, ich hatte immer mein Bahn und meinen Bus verpasst und ja, ich war immer irgendwie nicht pünktlich, aber mit der Zeit kommt das ja. Die Pünktlichkeit, ja. Also bei mir in Kamerun sind wir nicht so pünktlich. Also das ist halt so. Pünktlichkeit. Wir sind eigentlich nicht pünktlich und die Deutschen sind pünktlich. Wenn wir uns um 12 Uhr treffen sollen, dann sagen wir, dass wir um 11 Uhr treffen, damit wir um 12 Uhr alle da sind. Und auch das Essen natürlich ist ganz anders. Die Kleidung. Wir auch, wir Araber, wir sprechen laut und wir merken das nicht. Das ist auch ein kultureller Unterschied. Ich habe in meinem Leben nie so viel Brot gegessen wie in Deutschland zum Beispiel. Die Esskultur der Deutschen ist besonders. Zum Abend kann man ja Reis essen oder warmes Hähnchen, was Warmes, ne? Aber kein Brot oder kein Nudel.
Ich habe festgestellt, dass die Deutschen alles schnell machen. Keine Ahnung, ob ich zu langsam bin, aber sie machen einfach alles schnell. Keine Ahnung. Im Allgemeinen, sie laufen mega schnell. Ja, und bei der Arbeit sind immer so zack, 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 wie ein Automat. Und ich dachte mir am Anfang, okay, schaffe ich das? Es geht einfach etwas zu schnell. Nicht nur die Kultur, sondern auch die Wirtschaft allgemein ist ja sehr erfolgreich, denke ich, wegen der guten Kommunikation. Das ist wahrscheinlich mehr Bürokratie, aber lohnt sich, denke ich. Hier in Deutschland immer Arbeit bleibt bei Arbeit und Freizeit und eigenes Leben bleibt beim eigenen Leben. Ich kann mich vorstellen, hier zu bleiben. Es gibt hier auf jeden Fall ein gutes Angebot. Es gibt gute Unternehmen. Ich finde die Wirtschaftslage von Deutschland exzellent im Vergleich zu anderen Ländern. Es kommt darauf an, nach dem Studium, ob ich hier eine gute Arbeit finde, dann natürlich würde ich auch hier bleiben. Sonst natürlich würde ich zurück nach meinem Heimat. Mein Bachelor-Thesis würde ich gerne hier in Deutschland machen und Master würde ich gerne wahrscheinlich in irgendwelchen europäischen Land machen. Ich glaube, es wäre für mich ganz wichtig und ganz selbstverständlich, normal, dass ich meine Kenntnisse hier in Deutschland zuerst anwende und ja, zuerst mal hier bleibe. Thank you.